Grün-rotes Flimmern und funkelndes Leuchten am Nachthimmel über Havelberg nähe Stendal. Diese spektakulären Polarlichter kamen die zweite Nacht in Folge wieder zur Aufführung. Grund dafür ein Sonnensturm. Die günstigen Wetterbedingungen wecken bei vielen Sterneguckern und Astrofotografen den Jagdinstinkt nach spektakulären Aufnahmen. So auch bei Stormchaser Julian Werder. Na, sieht aktuell sehr gut aus. Scheint auch schon losgegangen zu sein. Dann werde ich mich jetzt mal so langsam fertig machen und dann Richtung Norden ein Stückchen fahren. Eigentlich macht er Unwetter ausfindig, beobachtet und dokumentiert sie. Aber heute will er versuchen, ein eher seltenes Himmelsschauspiel mit seiner Kamera einzufangen. Alles eingepackt, kann es losgehen. Je dunkler, desto höher die Chance, das seltene Naturschauspiel vor die Linse zu bekommen. Die Hoffnung ist groß. Ich hoffe natürlich, dass ich ein paar Polarlichter vor die Linse bekomme. Ich gehe davon aus, dass es größtenteils fotografisch sein wird. Aber ja, ich freue mich schon drauf, weil wir das wirklich hier in Deutschland sehr selten haben. Angekommen am Göpersee in Brandenburg trifft er auf weitere Mitstreiter, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, seltene Phänomene am Himmel zu fotografieren und zu filmen. Stundenlang harren sie gemeinsam geduldig aus und am Ende ist Julian Werder zufrieden. Die frostige Nacht wurde mit malerischen Aufnahmen belohnt. Die Nacht war für mich heute sehr erfolgreich. Hab das bekommen, was ich quasi sehen wollte. Leider nicht ganz visuell sichtbar heute, aber fotografisch mega Bilder heute geworden. Da werde ich auf jeden Fall einen super Zeitraffer draus machen können. Ja, war auf jeden Fall die Reise wert. Weltweit lief in den letzten zwei Nächten die Suche nach den schönsten Aufnahmen. Von Brandenburg über Sachsen-Anhalt bis nach Grönland. Auch hier, wo Polarlichter nichts Ungewöhnliches sind, sorgt das bunte Funkeln für Begeisterung. Eigentlich bin ich in der Sternwarte in Schkeuditz anzutreffen, bei Leipzig, und betreibe dort Astrofotografie. Ich bin aber gerade auf Fotoexpedition hier in Grönland. Ja, und gestern hatten wir ein Riesenglück gehabt. Wir hatten mega tolle Polarlichter. Der Himmel war sowas von erleuchtet mit Grün und Rot. Meistens beginnt es rot am Himmel. Und dann wird es dann ganz grün und es schimmerte überall. Ob in Havelberg oder am Göpersee, die Polarlichter bringen, wenigstens für einen Moment, doch ein bisschen Skandinavien-Urlaub-Gefühl nach Mitteldeutschland.